Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro The Elder Scrolls 4 Oblivion. Heute lesen wir wieder ein neues Buch. Glaubt ihr den Erzählungen, nach denen sich überall Oblivion-Tore auftun? Natürlich nicht. Ist Ulfant nicht fantastisch? Er ist ein ausgezeichneter Schmied und kann auch hervorragend den Umgang mit leichter Rüstung lehren. Ich weiß nicht, wie er das aushält. Kein Wunder, dass er so viel Zeit im Bräu und Streu verbringt. Schönen Tag. Ich mag diese Gespräche zwischendurch. Was ist? Wir lesen das Waffenhandbuch als nächstes. Dieses Handbuch wurde von General Wahrhaft in Auftrag gegeben, um als Leitfaden und Handbuch die Bewaffnung Doppel-N statt Doppel-F für alle Offiziere im kaiserlichen Heer zu dienen. Die Waffen eines Soldaten sollten natürlich seine Fertigkeiten widerspiegeln. Fertigkeit mit der Klinge wird für Dolche, Kurzschwerter, Langschwerter und Breitschwerter empfohlen. Fertigkeit mit stumpfen Waffen ist erstrebenswert, um Kriegsaxt, Keule, Streitaxt und Kriegshammer zu führen. Dem Uneingeweihten mögen Äxte und Hämmer als sehr unterschiedliche Waffen erscheinen, aber der Rhythmus, die Handbehabung und die zur Führung beider Waffentypen erforderliche physische Kraft sind praktisch identisch. Nur jene mit Meisterschützen, Fertigkeiten, sollten mit Bogen ausgerüstet werden. So, dieser Satz hier, mit Äxte und Hämmer, ich glaube, den haben sie wegen Morrowind eingeführt. Denn in Morrowind gab es ja auch schon Klingen oder Schwertkampf, nee, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, als Fertigkeit und stumpfe Waffe als Fertigkeit. Aber es gab auch Äxte als Fertigkeit. Und hier in Oblivion jetzt nicht mehr. Die meisten dieser Waffen werden im Allgemeinen zusammen mit einem Schild geführt. Breitschwert, Streitaxt und Kriegshammer erfordern jedoch den Einsatz beider Hände. Diese beidhändigen Waffen sind also am besten für Ritter in schwerer Rüstung, Berserker und jene Soldaten geeignet, welche die Flanken der Linie verteidigen. Waffen sind über die Jahrhunderte aus vielen Materialien angefertigt worden. Und jedes Material ist von Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Wert her verschieden. Diese Materialien werden hier in der Reihenfolge ihres Nutzens und ihres Wertes aufgelistet. Die billigsten und weniger wirkungsvollen zuerst. Eisen, Stahl, Silber, Zwergenmaterial, Elfenmaterial, Glas, Ebenholz und schließlich das dätrische Material. Manche Waffenmeister wenden zu Recht ein, dass Silber etwas weniger haltbar ist als Stahl. Dennoch ist seine einzigartige Fähigkeit, Geistern, Gespenstern und bestimmten Arten von dätherischen Wesen beizukommen, unbestritten. Genau. Wenn wir jetzt hier kurz mal reingehen, Eisen kennen wir, minderwertig. Stahl, ein bisschen besser als Eisen, aber auch minderwertig. Silber hat halt diesen guten Effekt, dass sie halt auch anderen Wesenschaden zufügen, wie Geister eben. Zwergmaterial auch. Elfmaterial auch. Zwergmaterial ist schwerer und macht mehr Schaden. Elfmaterial ist das Pendant in leichter Ausfertigung, behaupte ich jetzt einfach mal. Dann gibt es Glas und Ebenholz. Das ist das gleiche wie mit Zwergmaterial und Elfmaterial, nur dass Glas leichter ist und Ebenholz schwerer. Wobei ich glaube, dass. Also Ebenholz macht Geistern, glaube ich, Schaden. Aber Glas weiß ich es nicht. Ich glaube nicht. Und dätrische Material, das ist halt einfach. Sagen wir es mal so, eigentlich gibt es überall ein Pendant. Zwergen- und Elfenmaterial, Glas und Ebenholz, Eisen und Stahl. Also Stahl ist auch schwerer als Eisen. Und Silber ist auch eher leicht. Und das Pendant dazu wäre dann das dätrische Material. Na gut. Bögen können mit einem Kern aus mehreren Schichten desselben Materials gefertigt werden. Die dadurch erzielte höhere Zugbelastung bewirkt, dass der Bogen stärker gespannt werden kann. Die im Pfeil besonders in dessen Spitze verwendeten Materialien können seine Masse und Durchschlagskraft beeinflussen. Folglich bestimmen die Qualitäten des Bogens und des Pfeils zusammengenommen die gesamte Schlagkraft der Waffe. Verzauberte Waffen kommen in fast allen Sagen und Liedern vor. Die Magie in solchen Gegenständen liegt verborgen, bis man damit einen Gegner trifft. In diesem Moment wird der Zauber aktiviert und fügt dem Ziel zusätzlichen Schaden zu. Die Verzauberung eines Bogens wird im Moment des Abschießens auf den Pfeil übertragen.
Ist der Pfeil jedoch selbst verzaubert, trägt das Projektil in diesem Fall beide Zauber, die dann auf das Ziel einwirken. Geil! Eine verzauberte Waffe besitzt einen begrenzten Vorrat an Magie. Jeder Schlag verbraucht magische Kraft, bis diese schließlich erschöpft ist. Verzauberungen können mittels geheimer Verfahren mit Seelensteinen wieder aufgeladen werden. Je mächtiger die Seele im Stein, desto mehr Magie kann ein Gegenstand aufnehmen. So. Was habt ihr zu berichten? Oh. Ich habe vor ein paar Tagen das hat mich nach oben geschleudert. Eklige Klack. So, dann wird das jetzt abgelegt. Eine Tiere. Schön aufs Bett drauf und jetzt aber hier drauf. Soll ihr Fleisch sehr gut schmecken. Seht euch vor. Seht euch vor. So, passt. Ich hoffe, da fällt nicht irgendwann mal um. Oha. Und ich hoffe, hier werden auch keine Bücher irgendwie hochgeschleudert oder so. Das könnte nicht gut sein. Ich glaube, verkauft und so haben wir beim letzten Mal schon. Oder? Haben wir das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es sieht sehr danach aus. Auch repariert ist alles. Gefällt mir. So, dann. Würde ich sagen, reisen wir zurück nach. Oh, wie hieß das nochmal? Fackel legen wir mal ab. Nein, nicht Echohöhle. Lipsandtarn. So, dahin reisen wir jetzt und da machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob das Oblivion-Tor noch da ist. Ich hoffe ja. So, du bleibst schön hier. Es ist doch da. Dann werden wir das jetzt machen. Da unten gibt es einen Weg. Und da unten ist ein Scamp. Also wenn es da unten einen Weg hingibt, dann machen wir das, wenn wir zu diesem Weg hinkommen. Oh, was vermutlich jetzt der Fall sein dürfte. Ach komm. Irgendwie, was ist das, der falsche Zauber? Zerstörung hat sich verbessert. Ich brauche neue Pfeile. Haben wir Stahlpfeile? Ja. So, ich möchte auch ein bisschen mehr die Magie ausnutzen. Denn die Magie regeneriert sich hier nebenbei. Und wenn sie voll ist, können wir das ausnutzen. Oh, jetzt hat uns der gesehen. Das ist schön, unser Bogen hat ja jetzt auch eine Verzauberung. Und die macht auch heftig Schaden, das finde ich toll. So, Eisenpfeil, Stahlpfeil, Scampout. Stahlpfeil und Stahlpfeil. Das war der eine, den wir daneben geschossen haben. So, diesen einen Eisenpfeil, den möchte ich verbrauchen. So, da wäre eigentlich dieser eigentliche Weg. Aber wir machen jetzt hier weiter. Ich sehe keine weiteren Daedra. Ist das ein kleines Oblivion-Tor oder wie, dass da keine weiteren Daedra sind? Oder sind hier unten noch welche? Ein Tor nach Oblivion wurde entdeckt. Oh, und da sind ein paar Bäume kaputt gegangen, als das Portal erschienen ist. Okay, also offenbar ist hier nichts mehr. Da wird gespeichert und wir gehen da rein. In den Ebenen von Oblivion findet ihr seltene Zutaten, die sich für die Alchemie als... Ich glaube, er hat uns gesehen. Wir brauchen Stahlpfeile. So, nach dem Fall schießen wir wieder. Irgendwas hat uns getroffen.
Was hat uns getroffen? Mit irgendwas sind wir noch im Kampf. Eisenpfeil, 3 Stahlpfeile. Scumpout. Oh, da. Das ist schon wieder der falsche Zauber. Ich möchte den Eisenpfeil wieder verschießen. Stahlpfeil. Ich höre einen weiteren Scum. Stirb. Der Eisenpfeil schon wieder. Okay. So. Da hinten. Treffer. Da ist er ausgewichen. Jetzt. Eisenpfeil. Das war ein starker Feuerball. Das ist eine Kuh. Und da liegt auch ein Scum. Ah, jetzt ist der Eisenpfeil weg. Machen wir mal die Fallen hier weg. Au. Ich glaube, das waren alle. So, warum liegt da vorne ein toter Scum? Und nein, ein geschecktes Pferd ist das, keine Kuh. Ein Scump mit einer Scumphaut. Okay, ich glaube, hier sind jetzt erstmal keine Gegner mehr. Deswegen werde ich normal herumrennen. Hm. Hier sehe ich nichts weiter. Und hier hinten ist auch nichts. Da sind 4 Türme. 4 sind es jetzt. Okay, und ein großer. Das könnte etwas dauern. Dezent. Das hier haben wir noch nicht. Und jetzt, glaube ich, haben wir hier auf dieser Seite alles. Aber wobei, hier hinten noch nicht. Ist hier was? Nein. Oh. Das Schwirren des Bogens und das Schabgeräusch des gefiederten Pfeils sind euch vertraut. Als frisch gebackener Schützengeselle könnt ihr euren Blick nun auf das Ziel richten, wenn ihr den Bogen mit einem aufgelegten Pfeil gespannt haltet. Eigentlich hatte ich ja gerade... So. Mal ausprobiert. Hat funktioniert. Ach, den hatte ich schon. War hinter dem Portal auch nochmal ein Scump? Den hatten wir auch schon. Herr Radar. Und nochmal Blutgras. So, 2 Stabpfeile und Scumphaut. Mal sehen, gibt es hier irgendwas? Oh, nö. Sieht nicht sehr danach aus.
Das hat mich schon. Das ist hinter dem Portal, wie gesagt. Gibt's hier irgendwas? Nein. Vielleicht hier hinten. Nein, sieht nicht sehr danach aus. Da links könnte etwas sein. Und hier ist ja auch ein Eingang. Tunnel zur Unterwelt. Aha. Na, jetzt. Das habe ich genommen. Das hier nicht. Das hier auch nicht. Das hier nicht. Das hier noch nicht. Den habe ich auch schon. Das sind alles normale Scums. Das sind keine Beeinträchtigten mehr. Cool. Finde ich schon cool, dass wir jetzt normale Scums fertig machen. Hatte ich den da vorne eigentlich auch genommen? Offenbar ja. Da ist ein schönes großes Feuer. Und das war's jetzt hier. Eigentlich geht's jetzt nicht mehr weiter. Außer durch diese Tür. Aber wir haben ja gesehen, wir könnten dort hinten entlang. Und das möchte ich jetzt mal machen. Hier hinten einfach mal ein bisschen entlang. Und sehen, was es da so alles gibt. Da könnte man vielleicht hoch. Hier auch. Hier kommt man hoch. Also offenbar müssen wir durch diese Unterwelt. Na gut. Gehen wir. Vorher speichern. Oh, 100, das 100. Mal gespeichert vorhin.